Servus Leute! Ja, ich fange dieses Mal direkt an der Frankfurter Buchmesse an, denn heute früh war ein bisschen Chaos. Zuerst wollte ich eine Baustelle auf der Autobahn vermeiden und bin über die Landstraße gefahren. Dann waren überall Baustellen und die Straßen waren gesperrt. Fragt nicht, wie ich noch rechtzeitig zum Bahnhof gekommen bin. Ich habe gerade noch 2 Minuten gehabt, dann kam der Zug und dann ja, war leider in Würzburg, da ist mein IC ausgefallen, so musste ich mit dem Regionalexpress fahren und jetzt bin ich ein bisschen so eine Stunde später an der Buchmesse angekommen, als ich eigentlich vorgehabt habe. Naja, was soll's, Hauptsache wir sind jetzt da. Hier hinter mir ist der Hof, hinter mir jetzt die Halle 3 und da schauen wir mal rein jetzt. Und ich denke, der erste Weg wird mal zum Sternensand Verlag. Running Gag langsam, aber ich glaube, da fange ich heute mal an und ich nehme euch jetzt mit. Ja, das Autorensofa ist auch immer ganz interessant. Weil da sind auch immer viele Autoren und Autorinnen direkt am Stand. Das ist immer recht cool. Ja, ich schau mich mal jetzt ein bisschen um. Ich bin immer fasziniert, wie man auf so tolle Ideen kommt. Oh Gott. So viel Druck. Ja, auf so tolle Ideen. Die Idee wurde mir gewissermaßen einfach auf den Leib geschrieben, weil eine Freundin von mir einen Halloween-Geburtstag hat und vor 2 Jahren hat ihr Freund einen Krimi-Dinner für sie geschrieben und ich war eine 600 Jahre alte Vampirin, die alles und jeden verachtet. Und das war die Idee? Das war die Idee, genau. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Rolle und habe mit einer Freundin dann die ganze Hintergrundgeschichte dafür geplant, für dieses Krimi-Dinner eigentlich. Und dann hat mich die Figur nicht mehr losgelassen und dann musste sie ihre eigene Geschichte bekommen. Cool. Das ist sonst auch das, was Sie jetzt wahrscheinlich lesen, oder? Nein, tatsächlich fand ich Vampire immer so. Ich habe nie Vampir geschrieben. Deswegen sage ich immer, es ist ein Vampirroman für alle, die keine Vampire mögen. Und natürlich auch für die Vampire mögen. Ja, weil ich gesagt habe, das ist ja eigentlich genau mein Ding. Ne? Ja. Cool. Ja, und hier kommen wir natürlich gleich mal an der, ich sage mal, Random House Welt vorbei. Denn meine Fresse, da gibt es andere, so wie glaube ich die Buch Wien, die ist glaube ich fast so groß nur wie hier in Frankfurt auf der Buchmesse die Random House Welt. Ja, also das ist schon immer brutal. Schauen wir uns mal ganz kurz um, bevor wir zum Sternensand Verlag gehen. Da kann ich nicht vorübergehen. Freitag kurz vorm Interview oder ja, auf jeden Fall das Kamerateam dabei. Und wir halten einfach mal drauf. Immer ganz schöne Cover hier. Die ganz krassen Cover, die macht immer noch das Team vom Sternensand Verlag und genau da gehe ich jetzt hin. Ja, will mich nicht länger aufhalten lassen, ich will endlich zum Sternensand Verlag. Aber ich glaube, ich muss doch mal ganz kurz ein bisschen näher hinschauen, was es da für coole Bücher gibt.
da könnt ihr euch auch drauf freuen, weil die ersten beiden Teile dieser Snuffy-Lure-Bücher, die sind ja aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, also die ersten Anfangsteile, die habe ich mir jetzt erstmal geholt. Ich bin nämlich sehr neugierig, um was da geht. Die Story hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Und Mary Kronos ist, soviel ich weiß, auch hier ab und zu mal am Stand. So hat sie jedenfalls gesagt. Und hoffe ich mal, dass wir die auch hier mal antreffen. Ja, und weil wir jetzt halt zufälligerweise als erstes bei der Greenlight Press angekommen sind, schaue ich einfach mal eben bei der Greenlight Press vorbei. Da hinten hinter mir ist ja schon, wie ihr vielleicht erkennen könnt, der Stellensand Verlag. Aber ich muss natürlich mal bei Das Erbe der Macht vorbeischauen. Ja. Und natürlich hier hinter mir, ihr seht ihr vielleicht Farina de Waag, ist auch am Stand der Greenlight Press. Das finde ich ja auch richtig cool. Ja, und jetzt mal ehrlich, guckt euch mal diesen absolut geilen, abgefahrenen Schuber von Das Erbe der Macht an. Sieht der nicht fantastisch aus? Und Aquilas steht auch daneben, das Cover ist auch Zucker. Da drüben habe ich die neuen Cover von Das Erbe der Macht gesehen. Ich glaube, das sind die Cover vom Schube. Von S-U-S-I? Ja, genau. Ja, genau diesen Schube. So sehen die Cover von vorne aus. Guck mal. Geile Farben, richtig cool gemacht. Kann man echt nichts sagen. Von Farina de Waag. Das Cover von Jamal ist ja auch immer wieder der absolute Hammer. Dieses coole 3D-Cover oder wie man. Wie sagt man eigentlich dazu, dass das 3D-Druck oder irgendwie so, oder? Ja. Von Jamal. Das Cover ist. Das ist doch überhammer, oder? Das muss man eigentlich zu Hause im Regal stehen haben. Schon alleine, weil es so ein geiles Cover ist. Aber das Buch an sich ist ja auch cool, von dem her. Und ja. Und ihr kennt, also na, das Vermächtnis der Wölfe und so, diese geile. Kennt ihr, oder? Ja, auch. Machen wir uns gerne, ja. Und hier die Autorin dazu. Hi! Kauf meine Bücher! Gebt ihr auch gerne. Ich bin noch alle Tage da, falls du möchtest. Ich weiß immer irgendwie nicht, wie man das ausspricht, weil das brauche ich noch. Zeida? Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen mit der lieben Farina de Waag gequatscht. Das habe ich aber jetzt nicht mitgefilmt, denn da ging es tatsächlich um ein neues Projekt und hat sie mir so ein bisschen verraten, um was es vielleicht gehen könnte. Das geht euch noch nichts an. Ja. Aber seid gespannt, das hört sich auf jeden Fall super, super interessant an. Und Farina de Waag ist ja eine wahnsinnig tolle und talentierte Autorin. Also guckt mal auf jeden Fall bei ihren Büchern vorbei. So, ja. Schaut mal, wo ich angekommen bin. Bei meinem geliebten Stannensand Verlag. Ja. Sieht wieder richtig, richtig Hammer aus. Da vorne sind die geilen Schuber. Das
ist New Adult und da sitzt auch schon die Autorin dazu. Aber da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Guckt mal die geilen Hammer geile Schuhe. Hallo. So, endlich angekommen. Ich auch, gerade eben. Ja, Leute, guck mal, da ist das Ding. Paramore Souls. Zimmer 111. Und oh, ich bin schon so gespannt auf dieses Buch. Das ist ja, ja aus der Welt von Benji Levy und ja, ja, ich will jetzt nicht spoilern, denn falls ihr die ersten Teile und so noch nicht gelesen habt, ja, da gibt es eine kleine bisschen andere Protagonistin, die lernt da in den Teilen mal kennen, ganz, ganz cool. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt drauf, mir das jetzt nach der Frankfurter Buchmesse reinzudrücken. Das wird so geil. Bin ganz begeistert schon. Ja. Hier haben wir die Autorin noch dazu. Oh, und ich bin schon so gespannt auf. Oh, herrlich. Ich meine, was haben wir jetzt da drüber? Sie hat sich alleine geschrieben. Ich habe eigentlich nichts zu machen. Das ist dann immer das Beste, was ein Autor, Autorin sagen kann eigentlich. So, das hat sich von alleine geschrieben. So. Alison ist auch so. Die schreibt sie selber. Ja, ihr wisst ja nicht, wer die ist, also lest, falls ihr die Teile noch nicht gelesen habt, lest ihr erst mal und dann Paramore Souls. ja, das sind Spoiler mal zu viel, weil das ist auf jeden Fall ein hammer cooler Charakter. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich irgendwie sofort in den Charakter verliebt. Der war irgendwie so, so cool und so hammer. Ja, von dem her. Zieht euch das unbedingt rein. Ich denke, sie hat sich auch selber erfunden. Das ist doch mal echt der Hammer. Ja, wenn sich so ein Charakter. Ja, das glaube ich sogar. Ja. So, das war so irgendwie eine logische Konsequenz. So aus allem. Ja. Ja, ursprünglich war sie nicht geplant. Also so gar nicht. Und dann ist sie immer so weiter in die Geschichte reingekrochen. Ja, dann war sie da. Das ist doch geil. Sowas ist merkt man auch irgendwie. Die musste sein. Ja, das sind die schönsten Figuren, die eigentlich so ganz alleine um die Ecke kommen und plötzlich da sind und sagen, ach was? Ja. Sonst mache ich eh. Sonst, ja. Amen. Die Liebe, die Fanny, die hat gerade ein cooles Interview. Schalt einfach mal mit drauf. Wie lange bist du hier? Bis zum Sonntag. Also vorbeikommen, trinken hier und beim Stern Sonntag. Ja, die Haut bestimmt die Haare. Ja, das ist dabei. Keine Ahnung. Echt? Ja, die Haare habe ich dabei. Scheiße, Leute, das ist tatsächlich dieses angekündigte vierte Teil der Reckless-Trilogie.
bei denen ein bisschen was erklärt wird in so Hintergrundgeschichten. Soll es dazu geben. Schönes Cover. Keine Ahnung, ob ich mir das geben soll. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich mir dieses Buch vielleicht doch noch reinwürgen soll und ob ich da vielleicht dann endlich eine Erklärung finde, warum diese verdammten Beul denn aus Stein haben sein müssen. Ätzend, echt. Ne, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir das doch geben soll, noch so. Und ein weiteres Trauma riskiere. Tja Leute, mich hat es jetzt direkt von der Frankfurter Buchmesse nach Surrey verschlagen, nach Little Winching. Und ich schaue mir jetzt gerade die frühere Unterkunft von Harry an. Da haben sie mittlerweile, passt da kein Bett mehr rein, da haben sie so ein Bücherregal reingebaut. So, ja. Die Dursleys wohnen hier scheinbar nicht mehr, weil die würden bei Gott gar Bücherregale haben. Ja, aber sieht ganz nett aus. Harrys frühere Schlafstätte. So, ne? Nee, natürlich bin ich vom Carlsen Verlag. Der hat da so ein wunderschönes Treppchen aufgebaut. Und hier stehen die wahnsinnig schönen Schuber von Harry Potter. Diese neuen, die auch irgendwann noch bei mir einziehen. Ich weiß es genau. Aber 129 Euro, die kann man mal investieren als Potterhead. Aber ja, meine Harry Potter Bände, meine 7 glorreichen, die sind ja so langsam ein bisschen zerlesen nach über 20 Mal lesen. Von dem her wird es da Zeit, mal was Neues sich zu holen. Und da bietet sich diese wunderschöne Version in dem Schuber ja absolut an. Ne? Und naja, haben sie schon richtig cool gemacht. Die Leute vom Carlsen Verlag, die lassen sich jedes Jahr irgendwie immer wieder richtig was Tolles einfallen dafür. Und ich meine, ja, das ist halt der Ultra-Bestseller. Mehr geht halt nicht. Und ja, das machen sie schon ganz toll. Ja. Cool gemacht. Wie soll es auch anders sein, dass ich jedes Mal, wenn ich beim Löwe Verlag vorbeischaue, dann hat die gute Ursula Posnanski ein Interview. Letztes Jahr auch schon. Erste Mal Löwe Verlag und ich treffe die Ursula Posnanski beim Interview. Ja, aber dafür sind sie ja da. Auf der Messe, die Autoren und Autoren. Ja, und ich bin ja sowieso auf Erebos 2 schon wahnsinnig gespannt. Das zieht nämlich auch demnächst bei mir ein. Und ja, ich bin ja meiner lieben Freundin, der Daphne Unruh, so dankbar, dass sie mir das Erebos damals empfohlen hat. Und ja, dass jetzt da tatsächlich nach diesem April-Schatz einen zweiten Teil gibt, das ist schon irgendwie war ein heftiger Gag. Das war schon geil. Ich blende mal, wenn ich es finde, diesen April-Scherz ein. Das war nämlich ein anderes Cover als das. Das war, glaube ich, damals blau. Was
habe ich mir lange überlegt, weil natürlich die Gefahr, dass dann die Leute sagen, ah, ja, und dann müssen wir jetzt sparen können oder so. Ja, aber ich habe mich auch nicht gesehen. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, in Leipzig waren wir ja abends da, Freitagabends, glaube ich, war das, bei der österreichischen Krimi Night, bei der österreichischen Krimi Nacht. Das war auch eine wahnsinnig coole Lesung. Ja, die kann schreiben, die Frau. Ne? Und heute mal ohne Lederhose, mit einem sexy Kleid. Hm? Ja. Auch immer wieder Augenweite, die Frau, kann man sagen, was man will. Ja. Es ist immer toll, wenn die passende Autorin gleich nur in ihrem Buch steht. Ja, ich habe beim Zeilgold Verlag jetzt gerade einfach mal spontan zwei Bücher mitnehmen müssen, weil die irgendwie so interessant waren. Da dachte ich mir, nimm sie einfach mal mit. Außerdem waren die Autorinnen beide am Stand. Lasst euch überraschen, was da auf euch zukommt, wenn ich euch die Bücher vorstelle. Eines habt ihr, glaube ich, schon ganz am Anfang gesehen. Und ja, jetzt habe ich mir das Buch geholt und eben noch ein zweites cooles dazu. Ja, habe ich schon. Ja, ich war ja vorhin schon mal da und habe den Schuber in aller Ausführlichkeit und auch die einzelnen vorgestellt. So. Also, ja, wahnsinnig schön sieht es aus. Ne? Und hier haben wir ja auch gleich noch halt so den Autor im Hintergrund, den Andreas Suchanek, der Meister des Cliffhangers. Ich konnte ja, ich habe ja jetzt Pause gemacht, die letzten drei, das Erbe der Macht Teile, weil ich wollte mir die harten Cliffhanger einfach ersparen. Aber jetzt geht es bald wieder weiter. Also, jo, gerade bin ich mal beim Arena Verlag angekommen. Mal gucken, die Duftapotheke. Oh Gott, das ist ja auch. Seht ihr? Ein Buch, das auch ganz, ganz weit oben auf meiner Liste steht, ist, will ich auch irgendwann demnächst mal lesen. Ach, da stehen so viele Bücher, mein Mann. Aber das interessiert mich voll. Terra, so dieser, ich glaube, das ist dieser Abklatsch von Alterra. Die Idee ist genial, aber das Original genialer, glaube ich. Der Herr Edler Olsen ist hier und signiert. Cool. Leute, schaut mal. Ich habe das nicht. Ja, das ist schon cool, wenn man da mal so neben so einem Weltbestseller-Autor stehen kann. Ja, aber ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe schlicht und ergreifend noch nie etwas von ihm gelesen, deswegen interessiert es mich auch nicht so heftig. Ich schleiche mich jetzt einfach mal hinter dem Herrn Edler Olsen da vorbei und ja, denke mal, passt schon. Ja, ich bin jetzt mal bei Bastei Lübbe und im Hintergrund ist wieder der wunderschöne Baum von Bastei Lübbe.
sieht immer wieder irgendwie wahnsinnig cool aus. Und dann siehst du da plötzlich den Timon im Baum hängen. Guck mal. Timon oder auch Klengang. Was verdammt nochmal, Timon, hast du ein Buch geschrieben und ich weiß nichts davon? What the fuck? Also ich habe das Buch von Timon, also Klengang, ne, kennt ihr auf YouTube, tatsächlich gefunden und darunter steht das Buch von Patrick sogar. Also die Schmahamas-Verschwörung von Paluten. Und da ist das Buch von Timon. Ich wusste gar nicht, dass der ein Buch geschrieben hat. Kennt man dich? Geschichten eines Influencers. Ach du Scheiße. Okay, ich lese mal ganz kurz, was das so sein soll. Timon, was hast du hier verbrochen? Und ich weiß gar nichts davon. Aha, jetzt bin ich ein bisschen schlauer, denn das ist ein bisschen so, ja, eine Aufarbeitung über Influencer, über YouTube-Influencer, überhaupt Influencer generell und ein bisschen lustig, satirisch, ein bisschen aufgearbeitet. Ja, bin ich mal gespannt, werden wir vielleicht mal reinschauen. Und hier, wie gesagt, unten drunter von Patrick, aka Paluten, die Schmahamas-Verschwörung und sein neuestes, der Golem-König. Ne? Da geht es natürlich mit Sicherheit wieder um seine, die Welt, die er da erschaffen hat. Und ist bestimmt ganz, ganz interessant. Ist ja, wie gesagt, ist ja besser, als ich eigentlich gedacht habe. Großes Lob eigentlich an Patrick, dass er da so was Cooles geschaffen hat. Ja, ich bin gespannt, was das Buch vom Klengang so auf sich hat. Ja, und da ist mir glatt noch was aufgefallen. Ey, Mirella, ich bin hier auf der Frankfurter Buchmesse und du bist nicht da. Ja, und ich habe hier dein Buch stehen. So. Ne? Ja, warum bist du jetzt nicht hier? Du stehst in guter Gesellschaft mit Klengern und Paluten und überhaupt und so. Nur Lisa, dein Buch sehe ich hier nicht. Bei welchem Verlag bist du eigentlich? Leute, und falls ihr mich irgendwann schon mal live gesehen habt, ich bin so ein 1,93 Meter großer, nicht gar nicht mehr, so 130 Kilo schwerer Klotz. Und neben Lesen ist eines meiner größten Hobbys Kochen und Essen, vor allem Essen. Und hier bin ich richtig, hier gibt es das Grundkochbuch. So, und ganz, ganz viele leckere Kochbücher. Also die Kochbücher sind nicht lecker, aber das Essen, was da drin steht. Hier, das ist immer eine absolute, wisst ihr? Sushi, Hundegemüse. Da komme ich hier direkt hin. Meine Güte, ich hab gerade den Markus Hünebeck getroffen und der hat mir sein neuestes Buch geschenkt und signiert. Und ich habe keine Ahnung, war so schön im Gespräch und habe total vergessen, gerade zu filmen. Sorry Leute, aber sowas passiert. Wenn man sich mal ganz gemütlich so miteinander unterhält,
So. Ja, Leute, gleich bekomme ich einen ganz netten Gast, mit dem habe ich mich jetzt gerade schon ein bisschen unterhalten. Und ja, momentan bin ich bei Glättkotta. Und ja, schauen wir mal. Was ist? Manchmal haben wir auch keine. Die Erde, der Herr der Ringe und so weiter. Und den wahnsinnig tollen Schuber sehe ich da gerade. Das ist so, könnte man sich auch mal anschaffen. Toller Schuber. Ist nur die Frage, ob da die Anhänge dabei sind. Ich schaue mal nach. Jo Leute, Kaufempfehlung geht raus. Ich habe nachgeschaut in dem wunderschönen Hardcover-Schube. So eine Schmuckausgabe hier, ne? Sind am Ende von Die Rückkehr des Königs die Anhänge mit beigefügt. Also kann man, muss man fast. Als Tolkien-Fan, so wie ich, muss man den sich einfach holen. Ja, das kostet wahrscheinlich wieder einen Haufen Kohle, aber brauche ich. Um 6 machen die, glaube ich, offiziell zu. Nee, halb 7. Ja, halb 7 kommt der Gong und dann kannst du aber noch bleiben. Um 6:30 kommt der Gong. Weiß ich nicht. Irgendwann nachts Gong. Das war, glaube ich, die Bücher mit der Ursula Poznanski zusammen. Das ist übrigens die Janine. Die ist Bloggerin. Und die will demnächst auch mal Booktube ausprobieren und einen Booktube-Kanal machen. Wenn das passiert, werdet ihr das in meinem Video, in einem Video bestimmt hören. Ist keine Verarschung. Richtig. Das stimmt. Feminismus und Bücher. Ja, jetzt bin ich mal beim Römer Knauer Verlag. Hier noch kurz vorm Messeende am Freitag. Es war jetzt noch ganz chillig und entspannt. Mal ganz entspannt, ein bisschen gelabert und so. Ich blende hier mal das Buch ein. Aber ich habe irgendwie, ja, das war so viel zu entspannt, deswegen habe ich ganz wenig gefilmt. Aber das war richtig, richtig schön. Gemütliches Säckchen mit dem Autor trinken und ganz entspannt ein bisschen labern. Das bockt sich schon. So. Und jetzt schaue ich mich mal ein bisschen um hier bei Römer Knauer, was es hier Neues gibt. Ist ja Gott sei Dank richtig wenig los jetzt, kurz vor Ende der Messe am Freitag. Deswegen, ja, gucke ich hier mal. Und ich habe mal nachgefragt, diese wunderbare Schube von der Herr der Ringe, ja, da sind unter anderem die Anhänge mit dabei und es ist die Übersetzung von Margaret Carrox, also nur mal so, dass ihr ja, gleich mal Bescheid wisst, falls ihr Bock habt, euch diesen Schube zu holen,
Also ich werde das wahrscheinlich machen und ich werde die, ja, es hat gerade auch nachgefragt, die 88 Euronen wohl ausgeben, weil, na gut, ich bin halt ein Freak, ihr kennt mich, und ich brauche dieses wunderschöne Teil unbedingt in meiner Sammlung. Dementsprechend fahre ich drauf. Falls ihr so verrückt seid wie ich und so viel Kohle ausgeben wollt, ja, holt euch die. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Ausgabe mit die Anhänge dabei und die Übersetzung eben von Margaret Carrox. Ja, und kostet 88 Euro. Ja, aber trotzdem. Ja. Und jetzt denke ich mal, werde ich mal so langsam Richtung Sternensand Verlag laufen und mal gucken, kurz vor Ende der Messe, was da noch so abgeht. Und dann, ja, lassen wir den Freitag sein und checken ins Hotel ein. Ja, jo, ich war jetzt gerade noch mal bei Greenlight Press und beim Sternenzahn Verlag natürlich, aber das war jetzt eher privat, keine Ahnung, wie ich das so nennen soll. Und ja, so ein bisschen Gequatsche einfach mit den Autorinnen und der Chefin, Corinne Spöri. Und ja, jetzt lassen wir die Messe sein und ja, latschen wir ganz gemütlich Richtung Hotel. Ich hoffe, euch und auch Steffi und Marin, euch insbesondere, und natürlich mein Büchernixen, falls ihr denn das Video schaut, ich hoffe es doch mal, dass euch im Besonderen der oh, guckt mal, wer da ist. Hi! Vorhin bist du an mir vorbeigerannt und bist da reingelaufen. Echt? Ja. Ich muss gerade ganz schön, dass euch das Video gefallen hat und ja, jetzt muss ich hier erstmal. Ja. Bis morgen. Weißt du, was vor 4 Stunden war? Eine Demo. Ja? Alle eine Demo war. Ist an uns nicht scharf. Jetzt. Hallo. Hallo. Guten Abend. Ist nicht scharf. Ende.